müssen weiter. Na los, Tempo an 8. Shit, die Bullen. Hier lang. Was? Na los. Wirklich? Komm schon, Charlie, was ist denn los? Ja, gut, okay. Und bald ist es vorbei. Und bald ist es vorbei. Und bald ist es vorbei. Das war's. Oh. War ja halb so wild. Was ist denn mit dir los? Nee, ist alles okay. Blockiert. Oh. Wartet, wir kommen so rum. Ja, klar. Oder wir setzen mal unsere Muskeln ein. Oh, gute Idee. Da. Sie ist zu hoch. Her, schieben wir das Ding da rüber. Ich mach schon. Jetzt streng dich mal an. Wir haben nicht die ganze Nacht. Ja. Danke für die Hilfe. Kommt schon, ihr faulen Säcke. Okay, die Luft ist wohl rein. Pass besser auf deinen Kopf, auf der ist... Guten Abend, Jungs. Alles klar, Schätzchen? Na, ihr zwei habt ihr richtig Spaß gehabt, hä? Ja, war richtig schön, Chloe. Lief wie am Schnürchen. Und du, hast dir die Sprache verschlagen? Oh ja, Charlie hatte ein bisschen viel Spaß für meinen Geschmack. Mir brummt immer noch der Schädel. Ich bitte dich. Was soll da brummen? Da ist doch nichts drin. Oh, da habe ich wohl was verpasst. Ja, hast du wirklich. Es war sehr, sehr aufschlussreich. Ah, witzig. Gab's Probleme? Ach, easy peasy. Und sie haben dich nicht bemerkt? Auf keinen Fall. Und hinter welcher Tür steckt Scary Poppins? Hinter der da drüben. Der grünen. Sie fuhren da hinein und seitdem ist es dunkel. Sind Sie noch da drin? Tja, ich hatte es ständig im Blick. Und niemand kam rein oder raus. Hm. Meinst du wirklich, wir brauchen die? Ich meine, die erwarten uns ja nicht. Unterschätzt die Typen nicht, die machen keinen Spaß. Ja, wir schleichen uns rein und wieder raus. Einfach so. Ja, das klingt gut. Und bei Gefahr? Erst schießen und dann werden Fragen gestellt, okay? Ja, ich dachte nur darüber nach, diese Tasche zu nehmen und einfach abzuhauen. Ja, du kannst mich nicht täuschen, Mann. Hey, glaub mir, das ist nichts gegen das, was noch kommt. Naja, in meinem Alter, da habe ich lieber den Spatz in der Hand. Hab ich's nicht gesagt? Na, komm schon. Nee, ich hoffe einfach mal, dass du recht hast. Scheint alles ruhig. Die sind noch drin. Na, wir können wohl kaum einfach reingehen und nachsehen. Naja, wir sollten wirklich keine Zeit verlieren. Ich gehe rein und sehe es mir an. Ihr drei bleibt hier. Okay. Tut mir echt leid. Ugh!
Wo sind sie bloß hin? Das ergibt keinen Sinn. Helft mir mal. Ja, bin da. Sieht hier jemand ein Auto? Ich sehe nämlich keins. Das gibt's doch nicht. Verdammt! Ist das auch die richtige? Ja, das grüne Tor, ganz sicher. Nate, wir vergeuden hier Zeit. Diese verdammte Tasche gefällt mir immer besser. Kommt schon, die sind nicht einfach verschwunden, okay? Es muss eine Erklärung geben. Schauen wir uns doch mal hier um. Ja, sie waren hier. Ich riech doch noch die Abgase. Noch nass vom Regen. Hier hat das Auto gewendet. Komm, du bist doch so schlau. Was übersehen wir hier? Hey, seht mal! Ein Mechanismus. Ja, vielleicht. Vier Reifen, vier Kontakte. Sully, du stehst da. Ihr zwei, nach da und da. Alles klar, bei drei, okay? Eins, zwei, drei. Und? Das muss es jetzt aber sein. Moment. Das ist das Licht. Sully, richte den Strahl auf die Wand. Wie Scheinwerfer. Mir doch einen Storch. Nate, mit wem haben wir es hier eigentlich zu tun? Es gibt nur einen Weg, es rauszufinden. Wir folgen dem Auto, du gehst zum Van. Wir bleiben in Funkkontakt. Ich gebe Bescheid, wenn wir auf der anderen Seite sind. Ja, wo immer das sein mag. Sei auf alles gefasst. Muss vielleicht schnell gehen. Aber sicher. Das ist die beste Fahrerin im Business. Ja, so sagt man. Das kommt uns wohl allen mehr als merkwürdig vor. Wer bitte fällt mit dem Auto unter die Erde? Mal überlegen. Vielleicht jemand, der nicht will, dass man ihm fällt. Nur ein Tipp. Klugscheißer. Die haben wohl direkt in die alten Versorgungstunnel gebohrt. Drüben. Abgeschlossen. Nicht mehr lang. Los. Da sollten wir uns durchquetschen können. Glaube ich. Nach ihm, Mademoiselle. Oh, das gibt's auch nicht. Was? Hey, Mann, hab ich einen Rockern oder was? Ach. Mach einfach hin, Kumpel. Alles klar da hinten? Ja. Ich bin nur nicht so gern in engen Räumen, weißt du? Ja, beweg dich einfach. Oh, was für ein Glück. Danke, Frau Oberin. Wie dumm kann man denn bloß sein? Was ist das? Ich sehe sie! Sieh schon, Mann.
Danke. Der Tunnel ist unter uns. Zumindest stimmt die Richtung noch. Oh, das ist ganz schön tief. Vorsicht, das ist rutschig. Das sind noch mehr. Runter! Wartet, bis sie näher dran sind. In Deckung! Hätte besser laufen können. Da geht es nach oben. Mit einer Leiter. Ja, die scheint aber zu klemmen. Vielleicht kann ich sie lösen. Vorsicht, sie kommt! Da oben ist sowas wie ein Tor. Was ist mit dir, Cutter? Hilf mir mal! Klar, hab dich. Okay, bereit? Ziehen! Okay, Charlie, na los! Da ist der Tunnel wieder. Es geht zu tief runter, da brechen wir aus den Knochen. Hier runter. Wo gehen wir jetzt schon wieder hin? Was zur Hölle? Charlie, wer zum Teufel sind diese Leute? Weiß nicht, Mann. Aber wer auch immer die sind, sie sind nicht ganz dicht.